Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Freunde, wie ihr in der Videobeschreibung schon gesehen habt, beziehungsweise im Titel, heute geht es um den Freestyle Rock Steady. Das Ganze ist eine neue Sorte von Freestyle von Michael. Lieben, lieben Gruß an dich. 150 Gramm, 13,90 €. Ich würde sagen, ihr guckt euch erstmal alles an. Baut euch ein Köpfchen, kommt hier ordentlich rein. Viel Spaß. Ja Leute, den Schnitt habt ihr schon gesehen. Sehr feiner Schnitt, feuchtes Ganze, ready to smoke, braucht ihr hier nichts mehr anfeuchten, auch wenn man vielleicht denken könnte, oh, hier könnte aber noch ein bisschen Molasse dazu. Nein, Freunde, wirklich, wow, da kommt aber schon einer raus hier. Nein, also ihr braucht wirklich gar nicht anfeuchten, der Tabak ist perfekt, ja, beziehungsweise Molasse ist perfekt in den Tabak eingezogen. Ihr werdet es auch gleich sehen beim Rauchen. Aber wir kommen jetzt erstmal zum Geruch. Und viele fragen sich, Digga, was ist denn jetzt wieder Rock Steady? Es soll sein, laut meinen Infos, die ich noch irgendwo in meinem Kleinhirn habe, Traubeminze, Gurke, Dill. Lassen wir jetzt mal ganz kurz auf uns wirken. Traubeminze, oh yeah, baby. Gurke, Dill. Also eine sehr, sehr kranke Kombination schon wieder, wo ich mir denke, wie kommt man denn auf sowas, ja? Auf den der Tabak hatte Daniel von Bro Contra zu mir gemeint, Digga, geh zu Freestyle, geh zu Michael, rauch den Gurke, Traube, Minze, Dill. Alles klar. Und wir waren dann an dem Stand von Michael und du bist quasi vorbeigelaufen und hast schon gemerkt, was ist das denn hier schon wieder, ja? Und heute haben wir das Ganze im Kopf, Freunde, und wir kommen erstmal zum Geruch. Die Dose an sich hatte ich noch nicht so getestet, man hat es mal kurz probiert. Und jetzt habe ich hier den Traubeminze Gurke Dill. Ciao. Das ist so krank. Ey, du riechst hier rein und hast Gurkensalat mit etwas Dill erstmal. Es ist wirklich absolut krank, ja. Also es ist safe Gurkensalat Dill. Und im Hintergrund habt ihr noch diese... Boah, schau, Alter. Den musst du erstmal kurz auf dich wirken lassen. Im Hintergrund habt ihr Traube Minze. Das Ganze riecht so ein bisschen auch Haribo-mäßig. Ja? Wo ich die Dose hier, beziehungsweise wo ich den Kopf gebaut habe und... Das ist mal kurz so vorbei, dachte ich mir so, okay, ja, du riechst alles so ein bisschen raus, aber es ist auch noch so ein Haribo-Touch. Und das hier ist wieder komplett krank. Du musst riechen, du musst ein bisschen nachdenken, dann hast du wirklich diese wässrige Gurke mit ein bisschen Dill. Und konzentrierst du dich schon auf die Traube Minze, hast du eine Traube Minze, Digga. Lecco mio sein Vater, möchte ich da sagen. Also, jetzt haben wir schon mal gefühlt 5 Minuten über den Geruch gequatscht, ja. Völlig krank, ja. Ne? Dann kommen wir mal zum Setup, Freunde. MIG G36 mit Amo-Rauchsäule. Heute Hotshotter Tee. Freestyle Setup ist beste Setup im Hotshotter Tee. Mit Alufolie, Bro und Phoenix, 3-Ton Kokotscha C26 Kohlen. Ihr habt es ja im kurzen Horn gesehen. Und einem schönen Mundstück, Freunde, ja. Da habe ich schon die ein oder andere Nachricht bekommen. Digga, was ist das für ein Mundstück? Wo kann ich es kaufen? Ich will es auch haben. Kann ich es dir abkaufen? Wo kann ich was gewinnen? Und zwar ist das Mundstück vom lieben Yannick, ein aktiver Zuschauer, meine Freunde, der jetzt quasi aus seinem Hobby so ein bisschen was machen will, ja. Der gute Mann erstellt Mundstücke aus Holz. Aus sehr, sehr geilem Holz, weil das sind asiatische Hölzer, amerikanische Hölzer,
Hölzer aus der Umgebung, einheimische Hölzer von uns her, also quasi aus der kompletten Welt, irgendwelche heftigen Hölzer, macht ihr dir ein Mundstück, was immer einzigartig ist. Ja, weil er macht das Ganze nicht in Massenproduktion, er macht das Ganze alleine und er fertigt quasi jedes Mundstück für dich oder für den Kunden an. Und je nach Wunsch kannst du sagen, hier, guck mal, ich will sowas Helleres haben oder ich will was Dunkleres oder da gibt es auch noch, guck mal, hier habe ich da noch andere, Mensch, was ist denn hier los? Dann hast du hier noch etwas dunkleres Holz, es gibt auch noch so ein rotbräunliches Holz, ja, ich kann euch das ja ganz kurz zeigen. Ich hoffe, der fokussiert, ich komme mal hier mit meinem T-Shirt ein bisschen ran. Also, sieht wirklich sehr, sehr geil aus, ja. Und das könnte ich mir jetzt, dieses Mundstück hier, ultra hart an meiner VUCA vorstellen, die dunkle, die ich habe, weil das ist so ungefähr das ähnliche Holz, Qualität, Verarbeitung brauche ich hier gar nicht zu sagen, weil ist makellos. Ihr habt ein eloxiertes Aluminiumrohr hier drin, da kann also quasi auch nichts passieren. Es ist angenehm leicht, es ist jetzt kein mega Klopper, wo du sagst, okay Digga, ich rauche heute mal Shisha und dann kann ich mal ziehen, ja. Das Ganze ist hier wirklich sehr entspannt gehalten und ich habe hier noch so eine Art Feinlein, möchte ich mal sagen, ja. Also wer da Interesse dran hat oder mal vorbeischauen will bei Woodsteam, die Links sind unten in der Videobeschreibung, einmal Facebook und einmal der kleine Shop vom Yannick. Auf jeden Fall lieben, lieben Gruß an dich, Digga, und vielen, vielen Dank, dass du mir das zugeschickt hast. Ich muss persönlich sagen, es ist ein ganz anderes Rauch nochmal, weil das Mundstück liegt auch schon im positiven Sinne komischer am Mund. Es sieht nice aus. Gerade das Dunkle sieht richtig pornös aus, ja. Ich möchte jetzt nicht in den Kommentaren lesen, nach was das ganze Stück hier aussieht. Nein, Leute, also guckt einfach mal beim Yannick vorbei. Woodsteam ist alles, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Falls ihr dort zufällig was bestellt oder euch was gefällt und ihr euch das dann kauft, lasst einfach den Hashtag SchmittiArmy dort mal walten, ja. Ich kriege da jetzt keine Prozente oder so, das kam jetzt von mir. Und ja, lasst einfach einen lieben Gruß von mir da und in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen jetzt endlich mal. Also das ist ja heute ein langes Video, ja. Geil, über 10 Minuten, da kann ich Werbung schalten, die eh nicht werbefreundlich sind. 3 Cent in meiner Tasche. So, Ladies and Gentlemen, heute ist ja ein entspannter Sonntag. Vielleicht siehst du das auch unter der Woche, am Abend, wann auch immer. Ich muss jetzt erstmal anrauchen, ne? Ich habe jetzt gefühlt 3 Züge hier gemacht und erstmal eine halbe Stunde gequatscht, damit das Video überhaupt losgeht. Die ersten haben schon wieder abgeschalten, weil sie es langweilig finden, was ich hier quatsche. Die anderen feiern mich, geben mir einen Daumen nach oben, abonnieren meinen Kanal und dann würde ich sagen, starten wir rein. So, Ladies and Gentlemen, dann ist das Ganze auch demnächst mal angeraucht, ja. Puh. Ich habe jetzt hier gefühlt 30 Züge gemacht in einem Pferdetempo des Grauens. Also, es ist einfach nur krank. So wie ihr diese Dose riecht, so habt ihr diesen Geschmack. Ja, das ist bei ganz wenigen Sorten so, beziehungsweise bei ganz wenigen Herstellern so, dass der Geschmack so ist, wie es auch riecht. Ja, ihr zieht ein, ihr habt diese leichte Eiskühle, nichts Heftiges, geht über den Kehlkopf, safe, Freunde. Ja, ist wirklich sehr, sehr angenehm von der Traube Minze. Ihr schmeckt diesen Gurkensalat mit Dill hier raus, ja. Pass auf, das muss ich jetzt erklären. Das wird vielleicht ein bisschen scary und creepy und was weiß ich nicht alles, ja. Gurkensalat, wenn du jetzt nicht noch gewisse Gewürze und sowas reinmachst, die Gurke an sich schmeckt wässrig. Und eigentlich auch nach nichts. Aber dieser Gurkensalat hier, der schmeckt wässrig nach Gurkensalat mit ein bisschen Dill. Aber der schmeckt nach was, ja? Also er schmeckt nach nichts, aber er schmeckt nach was. Könnt ihr mir folgen? Und hier kommt auch diese leichte, süßliche Haribo-Note durch, die ich vorhin beschrieben habe im Geruch, ja? Es ist einfach eine Kombination aus dieser Traube Minze und dem Gurkensalat mit Dill. Auch wenn sich das komisch anhört, es ist irgendwie geil. Ihr habt safe die Süße, die von der Traube Minze kommt. Und im Abgang hier jetzt, tschau, Gurkensalat mit ein bisschen Dill. Alles klar, Prost Marie. Also Leute, von mir gibt es hier auf jeden Fall eine Probierempfehlung. Eine Kaufempfehlung, wirklich für Hardcore-Leute, die sowas feiern. Es ist kein Tabak für jeden Tag, das muss ich auch sagen. Aber es ist mal ein Tabak, wenn du keinen Bock mehr hast auf Zitrone-Minze, Blaubeere-Minze, Pfirsich-Minze. Dann zieh dir den rein, ja. Es ist einfach eine lustige Erfahrung, sowas mal zu rauchen.
und es macht einfach einen runden Abschluss, ja. Es ist eine witzige, kranke Kombination, aber es schmeckt, es ist nicht eklig. Man kann es rauchen und es ist komischerweise gut. Ja, Leute, damit danke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Boah, wenn ihr mich wieder seht, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Ein kostenloses Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Haut rein, euer Shisha Schmidt. Peace.